Hola, ¿cómo está? Schön, dass du da bist zu dem neuesten, zu der neuesten Folge von Angebissen. Spanisch. Bin jetzt ein bisschen durcheinander, weil zweisprachig kann ich nicht, Spanisch auch nicht. Ich war noch nie in Spanien. Das Paket hat 25 Euro gekostet und wir schauen mal rein, was drin ist. Ich bin schon ein bisschen gespannt, denn, ja, wie gesagt, ich war noch nicht in Spanien, in Espanol. Und ich greife hier mal zu dem Großen, was hier, oh, drauf liegt. Filipinos. 35 Gramm gratis. Schokolade. 1 Euro. Maximal Vorteil. Schauen wir mal, was das so Leckeres ist. Das sieht aus wie Mini-Donuts. Schocki. Super Keks drin. Oh. Also das ist jetzt überhaupt nichts Besonderes, das kennt man auch. Ist halt einfach so eine Art Keksfüllung mit Schoko, also mit Schokolade draußen, drumherum. Schmeckt aber gut. Zu Kaffee natürlich umso besser. Den habe ich allerdings nicht da. Cabron. Cabron Dulce. Jetzt bin ich ja gespannt. Gut, gucken wir mal rein. Das, ja, falsche, natürlich ist es der falsche. Bin ich ja gespannt. Das mit dem Aufziehen habe ich irgendwie noch nie geschafft. Bei Geldsäcken ist es ja auch so, da gibt es auch so eine Schnüre, dass man dran ziehen kann. Das habe ich irgendwie... Oh, jetzt! Guckt euch das an. Guckt euch das an, es hat geklappt. Was haben wir überhaupt drin? So, das machen wir erstmal weg. Was ist das? Kann ich das essen oder ist das irgendwie nur ein Feuchtigkeitsauffang? Okay, es hat irgendwas mit Kalorien zu tun, 100 Gramm, man kann es tatsächlich essen. Irgendwie mit Gluten ist da was drin, okay. Das sieht jetzt... Also, steinweißer würde ich sagen. Das sieht jetzt irgendwie... Zucker. Einfach nur schwarzer Zucker. Oder was? Okay. Mehr ist es nicht. Das sieht aus wie ein Stein, aber es ist eigentlich nur Zucker. Der erste Zucker. Das könnte sogar Zucker heißen. Okay. Das ist nochmal was ganz Interessantes. Und jetzt sieht es aus, als hätte ich hier wirklich einen Stein. Das machen die in Filmen bestimmt auch so. Da nehmen die einfach nur so einen schwarzen Zucker und sagen, hier, du Stein. Beiß mal rein. Dann haben wir eben noch was Schönes. Blanco. Palomitas. Bonbon. Diese blöden Packungen immer, ey. Oh, ist ja ein anderes. So. Und dann haben wir hier, ich würde sagen, weiße Schokolade. Hm. Weiße Schokolade. Und so eine Puffreisfüllung. Hm. Das ist ja nicht schlecht. Also, ich bin kein Fan von weißer Schokolade, aber. Puffreis finde ich toll. Wow. Okay, das sieht aus wie eine Gebäckmischung. Auch da würde jetzt wahrscheinlich der Kaffee fehlen. Ja, verschiedene Sorten. Muss ich jetzt alles durchprobieren. Jeweils einmal, zweimal. Naja, gut, wir kosten uns zumindest mal zum Teil durch. Ich würde sagen, jetzt esse ich aber nicht alles auf. Da haben die anderen auch noch was von. Das ist... bisschen staubig. Schmeckt im Abgang so ein bisschen nach Weihnachtsgebäck. Wie vielleicht an einem Kakao. Okay. Aber das ist lecker. Machen wir das Ganze hier auch nochmal. So. Dann haben wir hier so eine Art Keks. Ist auch so trocken. Das würde Nuss wahrscheinlich sein. Das könnte hier Lemon, Zitrone sein. Doch, das schmeckt man raus, aber ja, ist halt sehr, sehr seicht. Machen wir noch eins. Fällt schon auseinander, brauchen wir nicht schneiden. Das riecht nach Schuppen. Also... ein Rumpelschuppen. Eine gute Frage, was das ist. Ist noch was anderes.
Unglaublich. Oh. So, schneiden wir mal ein Stück ab. Ja, Kokos. Da steht sogar drauf. Schmeckt mir so nach Kokos. Den Rest lasse ich jetzt so, wie es ist. Ich greife mir mal was anderes. Sonst werde ich hier gar nicht fertig, wenn ich die ganze Packung hier durchfutter. Muss man aber halt irgendwie auch was zu trinken. Nukleargum. Mutant Sticker. Okay. Boah, das sieht schon übel aus. Was ist denn das für ein Ballermann? Alter, das ist ein ganzes Fass hier. Und da haben wir hier noch ein tolles Tattoo drin. Ein drittes Auge. Aha. So. Das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Aber das ist auch eine miese Füllung, ey. Ich esse jetzt aber nur das eine jetzt hier. Aber Kaugummi. Die sauer. Oh, gut, Kaugummi. Süß. Jetzt so. Vorher war es sauer. Flan. Karamell. Okay. Das werde ich jetzt wohl nicht ausprobieren. Denn heißes Wasser und Milch habe ich nicht bei. Mikrowelle auch nicht. Kennt man aber. Wird sein was? Ja, was wird es denn sein? Auf jeden Fall mit Karamellflüssigkeit. Na gut. Kann ich euch leider nicht zeigen. Dann haben wir hier Sparkle. Saure Nuggets. Na, das ist ja schon wieder toll. Das hast du doch wieder mit Absicht ausgesucht. So. Also außen sauer. Und in der Mischung schmeckt das ein bisschen wie Spülmittel oder irgendwas. Ja. Sauer halt. Stand ja drauf. Wer hätte es gedacht? Dann nehmen wir lieber das hier. Das sieht nach Popcorn aus. El Caramello. Karamellpopcorn. Captain Corn. Was es nicht alles gibt. Und irgendwie haben die Spanier keine Packung, die man einfach aufkriegt. So, Popcorn. Ja gut, das ist jetzt auch nichts Neues. Kinoabend. Schmeckt auch irgendwie ein bisschen angebrannt. Das ist ein bisschen sehr streng. Aber das isst sich auch weg. Ist auch süß. Marzipan-Pico. Figuren de Marzipan. Figuritas de Marzipane. Okay. Das kenne ich auch nicht. Aber das werden wir jetzt kennenlernen. Oh, okay. Haben alles eingepackt. Dafür brauche ich jetzt glaube ich eins essen oder öffnen. Nehmen wir mal das Brot. Dann haben wir hier so ein Marzipan-Brot. Riecht erstmal noch nichts. Marzipan. Aber jetzt nichts Besonderes, wo man sagt, das ist aber lecker. Nein, nicht so. Ist jetzt vielleicht auch nicht die Zeit dafür. Tugus. Sin Gluten. Ah, glutenfrei. Das ist schon mal gut. Los Blanditos. Okay. So, dann haben wir hier wahrscheinlich Kauberbon. Sieht ganz stark danach aus. Das würde wahrscheinlich Kirsche sein. Oder sowas in die Richtung. Kauberbon. Das kennt man, den Geschmack. Kirsche. Ich sag's ja. Sehen wir das Blau auch mal. Das riecht man auch noch nichts. Ananas? Könnte sein. Und noch ein paar Kekse. Almond Cookies. Mit Mandeln.
Ich auch drauf abgebildet. Die schmecken so ein bisschen wie russisch Brot gerade. Auch das ist aber wieder nur so ein Kaffeegebäck. Das heißt, so jetzt wegschnabulieren, gibt irgendwie eine Staub im Mund. Den essen wir später. Haben wir hier Pico Peladillas. Oh. Irgendwie so eine Hartzuckerumschichtung mit einer Nuss drin. Ich hätte ja gedacht, dass das weiße Zeug irgendwie nach irgendwas schmeckt. Aber es scheint nur irgendwie so eine Art Zuckerguss zu sein oder sowas. Jo, das sieht schon ganz schwer danach aus. Dann nehmen wir doch mal die Kekspackung, die ich zum Anfang schon gesehen habe. La Buena Maria. Maria-Kekse mit Milch. Ein Glas Milch habe ich jetzt aber auch nicht bei. So. Kekse! Würde das Krümelmonster sagen. Ah. Doppel. Ach doch nicht. Doch nur ein einzelner Keks. Wie langweilig. Ich dachte, der wäre doch Doppelkeks mit Füllung. Ist aber nicht. Die schmecken hier wie die Basen 32 Ecken. Schmecken genauso. Das ist mal so Spanien. Schmeckt irgendwie, ja, kennt man. Das ist jetzt nichts Neues. So, dann haben wir zum Schluss noch Zombie Candy Gum. In grün. Na, das ist ja hübsch. Ich bin ja jetzt schon gespannt. Ihr könnt raten, was es nach Weiße schmeckt. Es könnte saure Melone sein oder irgendwas. Boah. Schnell weghauen. Na, jetzt wird es erträglich. Aber Kaugummi ist es jetzt anscheinend nicht. Scheint eher nur so ein Kaubonbon zu sein. Candy plus Gum. Kaugummi habe ich jetzt hier nicht, der hat bestimmt schon aufgegessen. Oder die Waldfee. Na, das war ja mal was. So, dann haben wir das Spanisch angebissen, auch durch, angefangen mit Backstein. In Form von Zucker hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Bis hin zu Kaffeegebäck und einem Misch irgendwas, keine Ahnung. Ja, ob das jetzt richtig was Spezielles ist, das kennt man, glaube ich, irgendwo alles, also bis auf den Stein da. Kennt man das irgendwie alles irgendwo her, außer das, was jetzt hier in dieser großen Packung drin war, mit dem Gebäck. Ansonsten durchweg erstmal interessant, aber eigentlich so gesehen nichts Besonderes. Und naja, ganz günstig war der Spaß jetzt auch nicht. Sugar Farin hier für das Paket ist mal locker 25 Euro, da ist gut, vielleicht noch Versand mit bei. Ich sag mal, wenn man direkt in Spanien ist, zahlt man vielleicht 10, 15 Euro, ich weiß nicht, so eine Kekspackung ist wahrscheinlich auch nicht ganz billig, Marzipan auch nicht. Es summiert sich ja auch. Aber grundsätzlich erstmal sehr interessant. Und auch, ja, Spanien haben wir jetzt abgefrühstückt. Was haben wir denn da eigentlich noch offen? Allzu viel ist es auch nicht mehr. Ich hoffe, das dauert dann beim nächsten Mal nicht allzu lange, dass wir noch eine neue Folge Angebiss machen, weil Bodo langweilt sich nämlich ein bisschen. Und ja, ich melde mich ab. Wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dürft ihr gerne den Patreon-Button drücken. Wenn ihr uns abonnieren wollt, wenn ihr es noch nicht getan habt, drückt da oben drauf. Den Daumen nach oben auf den, den Klick auf den Daumen nach oben. Der hier, wie bei Facebook, ist interessant. Der macht das Ganze für uns auch gut, weil dann wissen wir, dass es euch gefällt. Und ansonsten, besucht uns auf unserer Webseite nerdseven.de, Facebook, Instagram, YouTube, Twitch, Twitter, Instagram und Twitter habe ich gerade gesagt. Ja, macht's gut, der Ronny. Bis dann. Ciao, ciao.